Warum sollte ich mich mitnehmen? Ich repräsentiere eine ganz neue Zielgruppe, und zwar die Frauen über 50. Genauer gesagt bin ich 57. Ich bin relativ normal, würde ich sagen. Also nicht super trainiert, kein super Survival-Experte. Aber ich habe ein bisschen Outdoor-Erfahrung, bin gerne draußen, mache gerne Projekte, auch welche, die mich herausfordern. Bin zäh, und was ich mir vornehme, das ziehe ich in der Regel auch durch. Und ich glaube, ich bin teamfähig, kann ein Team voranbringen. Letztes Jahr bin ich mit meiner Stute Auri von der Ostsee in die Alpen geritten, 1000 Kilometer in 4 Wochen. Dieses Jahr habe ich das Pferdchen eingepackt und war in den Pyrenäen und in der Bananaswüste. Und die Wüste, die hat uns zum Teil echt Schwierigkeiten gemacht, und zwar nicht durch die Trockenheit, sondern durch Gewitter. Die Brankos sind vollgelaufen. Ich bin einmal komplett abgesoffen mit meinem Pferd. Also ich kann auch mit unvorhergesehenen Sachen umgehen. Bin meistens gut gelaunt und glaube, dass das mal ein ganz anderes, eine ganz andere Teamzusammensetzung wäre, wenn ich dabei wäre als etwas gestandene Frau. Ja, was ich bisher so gemacht habe, da zeige ich euch ein paar Videoausschnitte. In Namibia war ich auch schon wandern, was sehr geil war. Und ich bin auch schon sehr gespannt, wo es hingeht, weil Wüste in Namibia ist ja so vielfältig. Von kalter Küstenwüste über Geröll, Stein in den Bergen bis zu richtiger Dünen-Sandwüste. Also sehr spannend. Ah ja, und ich kann Gravel Road fahren, ich kann Reifen wechseln. Und was ich noch sagen muss zu mir: Ich bin, wenn ich wandere, in der Regel ultra leicht unterwegs. Das heißt, mein Rucksack wiegt um die 10 Kilo, vielleicht vollgepackt mit Essen und Wasser 12 Kilo. Und ich traue mir zu, bis 15 Kilo zu schleppen. Aber 38 Kilo oder auch schon 20 Kilo, einen ganzen Tag mit einem sportlichen Ziel, das wir erreichen müssen, durch die Wüste, da bin ich raus. Da müsste jemand anders wählen. Also so ehrlich bin ich. Und ansonsten noch ein bisschen Spaß jetzt bei den Eindrücken aus Wollt ihr mich meinen einmal Videos. sehen? Jetzt sehe ich schlimmer aus als mein Auto. Ich habe mich einmal komplett im Bach gelegen. Und mein Auto, mit dem ich auf der Tour auch festsaß. Gut, machst du das. Prima. Ist das irre hier, oder? Das ist schon in Namibia im Olive Trail, und da eine seilversicherte Passage, die nicht so ohne ist und die man auch nicht alleine machen darf. Das heißt, hier kommt man nur rein auf den Trail, wenn man zu zweit ist. Hier haben wir vom Kudu Spuren, und wenn wir hier weitergehen, diese kleinen Runden, das sind die Zebraspuren. Und dann sieht man hier vielleicht noch so ein Taps. Das sind von den Pavianen die Spuren. Meine erste Trinkpause. Prost. Ich gucke gleich mal auf meiner App, ob ich sehen kann, wie hoch ich bin. Eine Stunde unterwegs, 3 Kilometer zurückgelegt. Aktuelle Höhe 1750. Also Spur hier von, ja, ich glaube eine Hyäne, weil für Schakal ist das eigentlich zu groß. Ja, was man auch immer mal wieder sieht, sind tote Zebras. Hier liegt noch so ein Huf rum. Da oben seht ihr einen Köcherbaum. Und hier ist mal einer abgestorben. Und der ist federleicht. Den kann man so locker hochheben. Das findet man in Namibia, Wasserlöcher, die einfach mitten in der Wüste in einem Canyon liegen. Das erste Mal, dass ich die Zebras sehe, bevor sie mich sehen. Ja, meine Zeltübernachtung in Namibia hatte ich auch. Das war mega geil. Und diese süßen kleinen Schlangen, darauf verzichte ich gerne, daher auch lieber Zelt, weil ich immer Angst habe, dass die sich in meinem Schlafsack ein warmes Plätzchen suchen. Und ich würde mich mega freuen, wenn ihr mich einfach mitnehmt auf den Desert Warrior.